Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Den habe ich ja bereits in der letzten Backfolge angekündigt und hier sind wir. Wie ihr am Zusatztitel des Vlogs sehen könnt und erkennen könnt, heute geht es um Zukunftspläne meiner Projekte und ich würde sagen, wir unterteilen das in zwei Punkten. Punkt 1 Let's Plays, Punkt 2 Backen mit Nemesis. Und ich würde sagen, fangen wir mit Punkt 1 an. Wie es aussieht, liebe Leute, werde ich in naher Zukunft eventuell wieder Let's Plays machen können. Ja, ganz richtig. Das heißt, ich werde weiter an Minecraft drehen, schrauben, was auch immer. Also ich werde Minecraft natürlich weiterspielen. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel, das habe ich ja mehr als einmal erwähnt. Dann werde ich The Walking Dead Season 2 zu Ende spielen. Kapitel 5 konnte ich ja zuletzt nicht zu Ende spielen, weil es ja da diese Untertitel, diese übersetzten Untertitel noch nicht gab. Natürlich könnte ich sie selbst ohne spielen, aber wir haben die ersten vier Kapitel mit deutschen Untertiteln gespielt und da wollte ich einfach jetzt halt mit der Kette nicht brechen und habe dann halt so lange warten wollen. Dann ging es auch schon nach Lüneburg und wie gesagt, das werde ich dann erstmal zu Ende spielen und dann kommt ein Fragezeichen und da, genau da seid ihr jetzt gefragt. Ich frage euch wieder sozusagen, was genau würdet ihr gerne sehen wollen? Ja? Und hier muss ich ganz kurz was zu sagen. Und zwar habe ich mir schon ein oder andere Mal den Vorwurf gefallen lassen müssen. Nicht nur ich selbst, ich habe es auch schon sehr oft auch bei anderen Leuten gelesen, dass man sich bei dieser Frage den Vorwurf gefallen lassen muss, dass man jetzt wirklich die Spiele nur für die Zuschauer spielt. Und man ja gar keine Kredibilität mehr hat und man gar keine Spiele mehr spielt, die man selbst möchte oder mag, sondern wirklich nur das, was das Publikum sehen will. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair und Quatsch finde, weil erstens, ich meine, wir sind Let's Player. Ja? Wir spielen natürlich Spiele, die uns Spaß machen, aber wenn wir nur Spiele für uns spielen wollen, nur für uns, dann würden wir keine Videos machen. Natürlich machen wir die Videos für die Zuschauer, also für euch, vom Monitor. Und natürlich ist es uns da wichtig, uns Let's Playern wichtig, was ihr gerne sehen möchtet. Natürlich könnte ich jetzt virtuelles Hallenhalmer spielen und mich dann wirklich einen Ast abfreuen und kein Schwein interessiert's. Dann brauche ich das Video nicht hochstellen. Und ich bin der Meinung, natürlich gehen wir bei der Frage, also wenn ich euch jetzt frage, was möchtet ihr sehen, dann habe ich an dem Punkt, wo ich diese Frage stelle, schon längst abgehakt, dass es definitiv Spiele sein müssen, die ich auch mag. Ja? Nur der Witz ist bei mir persönlich jetzt beispielsweise, ich sehe das mehr so als Spielevorschläge, weil es gibt viele Spiele, die vielleicht super genial sind, ich aber nicht kenne und ich weiß, ob sie gut sind. Ja, und da ich ja ziemlich offen für alles bin, sage ich, mache mir irgendwelche Vorschläge, ich schaue mir die ganze Sache dann an, spiele dann natürlich auch, wenn ich mir die Spiele besorge, bevor ich da irgendwelche Let's Plays sofort aufnehme und raushaue und dann irgendwann mittendrin abbreche, weil mir das einfach keinen Spaß macht, würde ich das Ding anspielen, eventuell ein paar Aufnahmen machen, die es aber noch nicht hochladen. Und dann gucken, wenn es passt, super, dann wird es durchgezogen und wenn nicht, dann werde ich das gar nicht erst hochladen, nicht mal eine Folge. Ja, also ich finde, das ist generell uns Let's Playern gegenüber ein bisschen unfair, wenn man da wirklich mal den Vorwurf zu hören bekommt, du machst das ja alles nur ohne jeglichen Spaß und Freude an dem Spiel, sondern einfach nur, weil die Leute das sehen wollen. Und ich finde, das eine gehört zum anderen dazu. Und natürlich habe ich Spaß, das ist Grundvoraussetzung, ein Spiel zu spielen. Wenn ich keinen Spaß habe, deswegen werde ich niemals sowas wie Titel wie FIFA oder NBA oder sowas zocken. Das sind schöne Titel, sind super geniale Titel, die machen mir aber nicht so viel Spaß, dass ich da jetzt ein Let's Play machen würde. Oder solche Sachen wie Anno oder Tropico, das sind super geniale Spiele, spiele ich auch ziemlich gerne. Ich habe zwar weder das eine noch das andere momentan, aber solche, die Art der Spiele mag ich unheimlich und ich selbst würde solche Spiele nicht Let's Playen können. Ja, also von daher ist da die Frage natürlich, was schlagt ihr vor und was macht mir natürlich Spaß, also gar kein Ding. Hier auch sowas wie, was gibt es denn heute aktuelles? Sims 4, Mordor's Schatten und Far Cry. Gut, Far Cry, genau, Far Cry ist ein super Beispiel, ist ein super geniales Spiel, gefällt mir aber nicht. Kann ich nichts für. Ja, aber solche Sachen wie zum Beispiel Assassin's Creed Unity, all solche Dinge, geniale Titel, macht Vorschläge, was wollt ihr sehen, was würdet ihr sagen, pass mal auf, oder mach mal Sims 4 oder weiß der Geier, was irgendwas, schreibt es bitte in die Kommentare, ich schaue mir das an und letztendlich entscheide ich natürlich selber, aber
ich möchte, dass ihr da auch ein bisschen Einfluss habt, ein bisschen Mitspracherecht habt, weil das ist ja ein ganzes Zusammenspiel, würde ich sagen, zwischen einem Zuschauer und Let's Player, und da sollte man doch wirklich mal ein bisschen über den Tellerrand schauen. An all die Kritiker da draußen, denkt doch mal bitte vorher nach, bevor ihr so einen Müll von euch lasst, wirklich. Also es ist wirklich, ich habe ja in der letzten Bug-Folge auch mich da schon ein bisschen ausgelassen über die Kritiker, die beispielsweise auch sagen, pass mal auf, du brauchst gar nicht mit Let's Plays anfangen, Gronkh ist eh der Beste und Genialste, da kommst du eh nicht ran. Super, alles klar, kein Problem, Kollege, mache ich, ich halte mich an deine Worte. Und du gehst im Gegenzug dafür nicht mehr in deiner Freizeit Fußball spielen, weil Ronaldo und Messi, da kommst du nie ran und kannst du gleich zu Hause bleiben und die Stollen an den Nagel hängen. Ne? Also ist schon klar, was gemeint ist. Gut, also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn in Sachen Let's Plays. Wie es aussieht, werde ich bald wieder Let's Plays machen können. Und wie gesagt, Minecraft läuft weiter, ich werde The Walking Dead 2 zu Ende spielen und ich werde mich selbst noch umschauen und eventuell auf Vorschläge von euch reagieren, und so viel dazu. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der mir fast schon wichtiger ist, weil die Sachen Let's Plays und so weiter, die sind eigentlich im Grunde genommen relativ klar. Nur, ich habe es ja in der letzten Bug-Folge bereits angesprochen, Bug mit Nemesis, wie geht es weiter? Und da habe ich gefragt, ob es eventuell, also die Überlegung steht im Raum, ob ich, wenn ich jetzt mit Let's Plays aktiv weitermache, ob ich Bug mit Nemesis nicht auf einen Zweitkanal umsiedle. Das hat mehrere Gründe. Erstens, Bug mit Nemesis sollte eigentlich nur ein Lückenfüller werden, eine Überbrückung bis zu meinen Let's Plays. Obwohl mir Backen an sich total Spaß macht, hätte ich nie gedacht, dass mir die Kombination aus Backen und Präsentation auf YouTube, also das YouTube, also die Videos machen über das Backen, dass mir das so viel Spaß machen kann. Und ich habe auch gemerkt in den letzten Wochen, ich habe doch noch einiges dazugelernt. Und man sagt ja immer, du kannst alt werden wie eine Kuh, du lernst stets noch dazu. Es stimmt natürlich. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich so viele kleine Kniffe und so weiter und so viele Grundsatzdinge nochmal neu lernen werde oder dazulernen werde. Und es macht mir einfach so viel Spaß, dass ich mich da wirklich gefragt habe, ob ich dann mir einen Zweitkanal zulegen möchte, weil, auch das habe ich schon erwähnt, ich heiße ja Nemesis-LP. Ja, damit man, wenn ich irgendwelche Kommentare auf YouTube verfasse, damit jeder, der es liest, sofort Bescheid weiß, was auf meinem Kanal zu finden ist. Wenn er jetzt aber liest Nemesis-LP, der wird doch niemals im Leben auf den Gedanken kommen oder irgendwie eine Ahnung haben, dass ich auch Bug-Videos oder generell solche Videos auch anbiete. Und ganz genau da liegt der Hund begraben. Würde ich mich jetzt umbenennen in Bug mit Nemesis oder irgendwie sowas in der Richtung, würde niemand mehr auf den Trichter kommen, dass ich Let's Plays anbiete. Deswegen würde ich sagen, ist das einer der Hauptgründe, warum ich über einen Zweitkanal nachdenke. Und der nächste Punkt oder Unterpunkt in Sachen Bug mit Nemesis wäre ja die Frage, ich würde gerne ein bisschen mehr machen als nur backen. Also Plätzchen und Kuchen, das ist ja schon eine schöne Sache, aber es gibt da so viele Dinge, also auch Backen ist ja nicht nur Süßes, Backen ist ja auch herzhafte Sachen. Ja, also eine Pizza, selbstgemachte Pizza oder Lasagne, Cannelloni, alles was im Backofen auch zubereitet wird. Oder halt auch sowas wie ein gefüllter Hackring, irgendwie sowas. Das heißt anders, aber auf jeden Fall ist das so ein Hefering, ja, der ist gefüllt mit Gehacktes und so weiter und mit Gemüse und was auch immer. All solche Sachen in der Richtung. Oder auch halt, dass ich mal was koche. Na, halt schöne Sachen, einfache Sachen, die leicht nachzumachen sind. All sowas auf der Schiene. Aber das wäre ja, wie gesagt, kein richtiges Backen mehr. Und das wären ja halt solche Sidekicks. Oder auch hier solche Sachen wie kalte Schnauze, Sorbet, Tiramisu. Oder worauf ich jetzt auch wieder richtig Lust habe, sind so Originaldinger nachmachen. Beispielsweise mache ich jetzt gerade eben, wo wir diesen Vlog aufnehmen, bereite ich gerade nachgemachte Bounties zu. Ja, also ich mache Bounty-Riegel nach oder auch Snickers, Mars oder Milchschnitte oder was auch immer, all solche Sachen. Ich denke mal, das ist auch relativ interessant, auch zum Präsentieren, ist aber alles natürlich kein Backen. Ja, also diese ganzen Sidekicks und so weiter, da wäre die Frage, dafür einen extra Namen oder soll ich das einfach alles unter dem Hauptsynonym Backen mit Nemesis präsentieren? Oder soll ich da noch einen extra Namen, also für diese Sidekicks noch einen extra Namen auswählen? Und wenn ja, macht mal bitte ein paar Vorschläge. Also wie gesagt, zu Punkt 2,
Hauptfrage, Zweitkanal ja oder nein. Der liebe Sinux hat mir schon seine Meinung geschrieben und er wollte aber abwarten, wie dieses Video hier wird. Vielleicht hast du ja jetzt aufgrund meiner Argumentation vielleicht ein bisschen die Dinge anders im Blickfeld. Ja, aber nicht nur die liebe Sinux, sondern wirklich alle, die hier zugucken. Bitte schreibt mal bitte was in die Kommentare. Ich selbst bin noch ratlos und ja, unterm Strich entscheide auch am Ende ich, wie es weitergeht. Aber ich würde gerne eure Meinung dazu einholen und ja, dafür mache ich dieses Vlog hier. Und ich denke gerade nach, habe ich irgendwas vergessen? Okay, das Place war das. Dann machen wir Nemesis. Ja, wie gesagt, okay, behalte ich den Kanal oder also mache ich das auf einen Kanal oder mache ich einen Zweitkanal und diese Sidekicks, ob ich die irgendwie extra benenne oder ob ich die alles trotzdem unter dem Pseudonym Backen mit Nemesis lasse. Nee, ich meine, das war eigentlich alles. Ja, also wie gesagt, fleißig Kommentare schreiben, liebe Leute, ich bitte euch. Wäre wirklich, ich würde mich super freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Nicht jetzt unbedingt zu beiden Themen. Wenn ihr nur was zu Let's Plays irgendwie beitragen möchtet, schreibt nur was zu den Let's Plays. Oder nur was zu Backen mit Nemesis, auch gar kein Ding. Nur schreibt was. Ich bin wirklich, also wirklich total happy über jeden Kommentar, jedes Feedback. Vor allem, lieber Sinux, an dieser Stelle nochmal ein riesen Dankeschön. Deine Feedbacks, deine Romane, ne? Also das ist wirklich godlike, wirklich. Da freue ich mich wirklich jedes Mal. Ich bin total happy und mach so weiter. Ja, gut, ich würde sagen, wir sind am Ende. Und bevor ich noch weiter irgendwie Blödsinn rede, ist auch dieses Vlog wird direkt im Anschluss oder wurde jetzt direkt im Anschluss der Lemonface Challenge gemacht und ich bin immer noch total neben der Spur. Das macht die Zitrone. Ich bin noch total. Ich habe noch leichtes Augenzucken gehabt vor der Aufnahme noch. Nein, natürlich nicht. Also doch schon, aber das hat nichts mit der Zitrone zu tun. Das hätte ich jetzt noch nicht sagen sollen. Egal. Belassen wir es dabei. Ich würde sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielen lieben Dank schon mal im Voraus für eure fleißigen Kommentare. Liked, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es und abonnieren, um keine weitere Folge zu verpassen. Und ich würde sagen, in diesem Sinne verabschiede ich mich bis spätestens nächsten Dienstag. Da mache ich ja den Zitronenkuchen, das habe ich in der Lemonface Challenge bereits erwähnt, an Anlehnung dieser Challenge natürlich. Und ich würde sagen, spätestens bis Dienstag um 15 Uhr. In diesem Sinne, alles Liebe und alles Gute. Tschüss!